So, wir finden uns hier am nächsten Turnier. Oh. Hier am Morgen, es ist etwas neblig. Aber die Sonne kommt raus. Okay, ich würde gern starten. Und los geht's. Schön hier gerade anreiten. Da Rechtskurve außerhalb von dem Hindernis hier rum. Da hätte ich wahrscheinlich, nee, Shortcut hätte ich glaube ich da nicht machen können. So, und da kann ich dann einen Sprint reinpfeffern, oder? Und links herum. Das schaffe ich auch hier so mit der Geschwindigkeit. So, da kann man nochmal einen Speed reinhauen hier. Schneller. Genau, das Hindernis kommt jetzt. Das dachte ich mir schon, dass man da jetzt ein bisschen drüber jumpen muss. Aber das Reiten an sich, also sowas wie das Dressur scheint dann nicht mehr zu kommen. Also werde ich wahrscheinlich den Rest jetzt hier mit dem Springen verbringen. Müssen wir mal gucken, was sich da dann noch so für Möglichkeiten anbieten. Wow, links, krasse Linkskurve, krasse Rechtskurve. Und Hindernis Nummer 1. Hindernis Nummer 2. Rechts um die Kurve herum. Schauen, wie wir in der Zeit sind. 1,31 darf ich haben. 1,11 haben wir gerade. Oh, da backt der Sound. Ist immer ein bisschen geil. Schön hier links noch rum. Unser Drogo macht das wirklich super. Da kommen die Palo-Farben nochmal richtig gut zur Geltung. Und, jawohl, fast 3 Sekunden unterboten. Damit einen neuen Weltrekord. You won gold. Ja, geiler Scheiß. Guck mal, was ich noch alles zur Curse-Carving-Combo habe ich gekriegt. Also einen neuen Kurs freigespielt oder so. Das ist natürlich ziemlich geil. Wir gucken uns mal an, was im nächsten Kurs passiert. Oh, ein Indoor-Derby. Jetzt bin ich nicht hier in der Halle. Das ist, glaube ich, einfach ein bisschen enger. Also habe ich vorhin schon gemerkt, man in der Halle ist so das Reitgefühl so ein bisschen krasser, weil da nicht so viel Platz ist, wo man dann drehen kann. Aber ihr seht es da, 22 Sekunden ist auch die Zeit, die es zu unterbieten gilt. Das heißt, der Parcours ist deutlich kleiner als die anderen. Muss man mal gucken, wie wir hier abschneiden, aber das sollte eigentlich auch kein Problem sein. Jawohl. Und da stehen sie alle im Eck, die drei Zuschauer. Aber schön gemacht ist es auf jeden Fall. Und wir werden siegen, wir werden es schaffen hier mit dem Kentucky-Hindernis. Habt ihr das gesehen da unten? 22 Sekunden. Okay, hier, krasse Kurve. Alles klar, da rüber. Naja, das ist schon schwieriger, da so den richtigen Winkel zu finden. Und man reitet hier in so einem derben Achter. Und die Hindernisse werden da wohl mehrmals übersprungen. 20, 21. Ja, war aber schon knapper. Aber ich denke, dass man hier natürlich auch nicht so viel Plus und Bonus rausholen kann. The Royal 10 habe ich freigespielt als nächstes. Ja, müssen wir mal gucken, was hier so als nächstes geht. Willkommen zurück zu My Horse and Me. Und bevor wir jetzt hier ich weiß jetzt nicht, ob der Schnitt jetzt überhaupt hier reinpasst, auf jeden Fall spielen wir jetzt weiter. Ich wollte jetzt, bevor man hier die Turniere weitermachen, nochmal eben... Guck mal, da kann ich mein Pferd schön machen. Hätte ich überhaupt nicht gemacht. Was bringt das jetzt? Was ist passiert? It's time to groom your horse. Oh ja, okay. Jetzt ist es auf einmal dreckig. Ja, genau. Ach, das muss ich nicht machen. Das ist nur für mich zum Fun. Das hat keine Auswirkungen. Das habe ich mir jetzt quasi hier selber eingebrockt, dass ich jetzt hier schrubben muss, obwohl es eigentlich gar nicht gebraucht hätte, oder? Ich denke mal, das ist sehr so. Ja, oh Gott, immer diese Arbeit. Immer dieser Schmutz. Ah, so viele Mühen. Kann ich nicht einfach abdingsen? Geht das nicht? Geht das nicht einfach schneller? So, hier. Guck mal, Doa. Das hilft, der Dreck fliegt einfach nur so davon. Jawohl. Sehr gut, sehr gut. Ja, ich weiß nicht, ob das wirklich jetzt so effektiv ist, was ich hier tue, aber ich hoffe doch. Da hinten noch ein wenig. So, da noch ein wenig. Schön hier auch dazwischen reinigen. Und am Bauch. Oh Gott, wie sieht das Pferd auf der anderen Seite aus? Völlig unnormal.
Ah ja, aber ich krieg's wirklich so auch abgewaschen. Das ist nicht ganz so lästig wie dieses mit der Bürste bürsten. Oh, es zuppelt hier so ein bisschen rum. Vielleicht ist ihm kalt. Aber Drogo ist nie kalt. Er ist ein mächtiger Krieger. Ein mächtiger Karl. Dem ist nicht kalt. Aber er ist schon ganz schön verdreckt, das muss ich zugeben. So. Habe ich jetzt endlich hier mal komplett abgespritzt. Das kann ich damit noch machen. Noch andere Bürsten so. Sponge. Und mit dem Schwamm kann ich auch noch reiben. Achso, ich kann einfach mit allen Sachen gleich gut sauber machen. So, hier den Arsch noch ein wenig. Das ist der Arsch. Hier. Ah, komm schon. Mach hin jetzt. Ich habe nur den ganzen Tag Zeit. Der ganze Tisch wackelt hier von meinem Rumgezubbel an diesem komischen Pferde gelöt. So, da noch. Da hast du noch Dreck. Gut, dass ich den einmal nicht jedes Mal eintauchen muss. Das wäre super lästerig. So. Ist das jetzt sauber? Gibt das eine Bewertung oder ist das überhaupt von irgendeinem Wert oder mache ich das jetzt hier gerade einfach nur noch total für meinen persönlichen Spaß? Guck mal, da kann ich ja noch mit der Softbrush nochmal drüber gehen, wenn ich das möchte. Aber ich möchte es eigentlich nicht. Ich mach's dennoch. So. Hier. Da. So. Da noch den Schweif. War der nicht mal irgendwann sauberer? Das sieht ganz gut aus. So. Ich schrubb das nochmal ein bisschen weiter jetzt hier. Oder bürste ich, tu das nochmal abspritzen. Ich habe keine Lust mehr, die ganze Zeit hier zu schrubben. Ich bin doch kein... Aber das wird hier nicht sauber, das Bein. Ich weiß auch nicht. Macht ja nichts. Da hier noch von innen das andere Beinchen. So. Das ist ja auch noch Dreck irgendwo. Ich weiß nicht, ob das innen auch zählt. Da noch. Hier noch. Da hinten. Ah, da kann ich nicht. So. Oh, wo bin ich hin? Da. Da ist gerade die Maus abhanden gekommen. Oh, das sieht auch noch ganz schön verdreckt aus da. Bringt das denn was? Ah, das sieht so aus, als wäre ich fertig. Ah ja, okay, also es hat schon alleine... Oh, ich hab was bekommen. Ein Green Totem. Das ist richtig cool, da freue ich mich. Gut, da wir jetzt also ein bisschen hier die Zeit sinnvoll, nicht sinnvoll benutzt haben, kann ich ja continue. Okay. My horse, me. Ah ja, wir schauen mal, was ich hier mit meinem Pferdchen noch irgendwie... Vielleicht hat es ja noch eine crazy Satteldecke oder sowas freigespielt bekommen. Saddlepads. Wir gucken mal. Nein, nichts. Nichts. So rein gar nichts. Toll. Gut. Okay, also wir hatten keine Satteldecke. Ich habe auch irgendwie keine Dinger irgendwie mal... Wie heißt das so? Diese Stulpendinger da. Bandagen. Ja, anscheinend nichts. Ich guck mal, aber ich hatte doch ein paar Sachen für mich freigespielt. Guck mal, Shirts. Achso, ich wollte mich ja anziehen für den Wettbewerb. Ein bisschen hübsch machen. So ein Bowling-Shirt ist natürlich auch super. Nee, das ist einfach ein Noises. Da brauche ich gar nicht hier im Shirt-Dings suchen, glaube ich, wenn ich mich... Was zur Hölle? Wenn ich mich hübsch machen will. Da sollte ich dann doch eher hier im Jackett... Laden gucken. Aha. Navy Classic. Was ist das hier? In Grö. In Blö. In Rö. In Lilö. Ich wäre für... Nein. 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 Aber es ist lustig, weil mein Hemd so unten durchguckt. Ich glaube, ich nehme den Navy Classic. Ja, ich glaube schon. So, den nehme ich. Für, oder ich weiß nicht. Oder doch lieber den. Oder diesen grauen hier. Oder doch lieber
lieber den da. Oder behalte ich den Navy Classic? Ich weiß nicht. Ich denke, ich nehme den Navy Classic 2. Und dann dazu einen Helmchen, weil wir sind ja auf einem Turnier. Da muss man schon so ein bisschen darauf achten, dass da auch Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, ne? Ja, so eine hässliche rote Kappe nehme ich. Ja, ich hätte schon gern so einen Helm. Die Kappen sehen ja wirklich ganz fürchterlich aus. Also, der grüne würde zu meiner Krawatte passen, aber ich weiß nicht, ob das aussieht. Ich denke, ich nehme den klassisch. Aber da muss ich jetzt noch was mit meinen Schuhen irgendwie machen. Und vielleicht der Hose. Wir gucken mal. Handschuhe könnte ich doch jetzt dann weiß tragen. Und dann schauen wir mal, was es dann noch so gibt. Characters. Achso. Shirts habe ich schon. Pants, okay. Zwei gespielt? Nee, nein. Urban Camo. Das ist ja nice. Kann ich ja voll die Camo-Pants hier einziehen. Moose? Nein, die auf keinen Fall. Ich glaube, ich lasse die weißen. Und dann schauen wir mal, ob ich noch neue Schuhe gekriegt habe. Ich glaube aber fast nicht. Doch, da ein paar habe ich freigespielt. Aqua Chaps. Die sehen natürlich derb aus, die Aqua Chaps. Ich werde, glaube ich, die braunen nehmen. Also die Standards wieder. So, und dann gehen wir so auf Turnier. Haben ein bisschen ordentlich uns gemacht. Haben uns ein bisschen ordentlich gemacht. Und jetzt neu eingekleidet quasi. Sollten wir dann doch auf die... hier, ne, rausgehen. Showjumping. Wir sind immer noch im Beginner-Turnier. Und das letzte, was ich gemacht habe, war... genau. In der Derby, jetzt kommt die Sprinting Lane 2. Die werden wir uns gleich mal anschauen. Damals eine Minute 12 als ja, Goldpokal, den es zu erreichen gilt. Ich denke, das ist überhaupt kein Problem. Go as fast as you can. This is speed jumping. Ja, ich habe das schon mitgekriegt, dass es hier auch um Geschwindigkeit und Schnelligkeit geht. Und natürlich, um die Sprünge richtig zu treffen. Aber wir werden schon irgendwie hinbekommen. Das sollte schon passen. Wenn wir das dann hier richtig durchziehen und das Spiel jetzt mal endlich leert hier, nicht so wie es 300 Millionen Jahre braucht, bis es dann irgendwann mal fertig ist mit seinen ganzen Ladevorgängen und Zeug und Gedöns.